Herzlich willkommen, liebe Anianer, hier in Anis Welt. Heute mit einem neuen Teil meiner Serie Vorrichten Teil 6. Einhörner. Tatsächlich gab es wieder Einhörner auf der Welt. Ich liebe diese anmutigen Wesen. Wer diesen genialen Gedankentropfen als erstes bildete und zum Miprobiton brachte, bleibt ein Geheimnis. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und manifestierte mein ganz eigenes. Das Fell ist seidenglatt und glitzert leicht golden. Verspielt schwingt sich die weißgoldene Mähne um das gedrehte Horn. Da ich auch damit fliegen wollte, manifestierte ich auch Flügel an diesem stolzen Wesen. Einfach speziell fantastisch. Es bekam den Namen Schnucki von mir. Schnucki und ich waren sofort auf derselben Wellenlänge. Kein Wunder bei diesem wundervollen Lebewesen. Wir beschnupperten uns trotzdem erstmal. Dann streichelte ich das weiß-gold glitzernde Fell. Es war so zart und weich. Kuschelig. Auch die Haare der Mähne und des Schweifes waren samt weich. Die Flügel waren wie die Federn eines Vogels, nur viel größer geformt. So, wie man sich früher Engelchenflügelchen vorgestellt hat. Schnucki senkte sein Haupt und ich schwang mich auf seinen glänzenden Rücken. Vorsichtig trabte Schnucki an und schwupps galoppierte es. Ich fasste nun mit beiden Händen in die weiche Mähne und rief: Auf geht's! Ohne zu zögern hoben wir ab und betrachteten unsere neue Welt aus der Einhornperspektive. Wie wunderschön! Das erste Mal seit Monoli hatte ich die Gelegenheit, unsere Welt von oben zu betrachten. Nichts von den alten Bauwerken, die die Menschheit einst erschuf, war mehr da. Nirgends standen diese kalten Betonklötze, wo Menschen wie gestapelt leben mussten. Überall sah man nur blühende Wiesen und gesunde Wälder. Dann und wann sah man kleine Vertiefungen, in denen nun die Menschen wohltemperiert schliefen. Bäume wuchsen stark, kräftig und sehr groß heran. Flüsse führten einen natürlichen Lauf und rechts und links verzweigten sie sich auf lebendige Weise. Lustige Fische sprangen dann und wann aus dem Wasser und ich dachte, schade, dass ich sie nicht näher betrachten kann. Schwupps nahm Schnucki Kurs auf den vor uns liegenden Fluss und flog ganz tief mit mir darüber entlang. Klasse! Von wegen fliegende Untertassen oder AFU, wie einst angekündigt, die mit Gedankenübertragung gesteuert werden sollten. Mein Schnucki und ich waren in Gedanken miteinander verbunden. Wir kommunizierten auf gefühlvolle Weise miteinander und verstanden uns ebenso ohne Worte.
Neugierig beobachtete ich die fliegenden Fische und streichelte dabei sanft den Hals von Schnucki. Ich bedankte mich in Gedanken für dieses wunderbare Abenteuer. Nach einer Weile flogen wir weiter über Wiesen, Täler und Berge. Alles war gesund und wunderschön anzusehen. Saftiges Grün strahlte mich überall an. Ich war vollkommen glücklich. Schnucki machte abrupt eine Drehung. Seine Gedanken kamen bei mir an. Ich muss dir etwas zeigen, sagte er. Neugierig stimmte ich zu. Es dauerte eine Weile und ich genoss es sehr, durch den bunten Himmel geflogen zu werden. Schnucki fing an, sich in kreisenden Bewegungen um einen bestimmten Ort zu drehen. Es fühlte sich merkwürdig an. Ganz langsam sanken wir näher und näher. Nun erkannte ich, was Schnucki mir zeigen wollte. Unter uns befand sich eine große schwarze Erhöhung. Es sah fast aus wie ein Turm. Seltsam. Ein Gefühl der Abwehr stieg in mir auf. Schnucki änderte die Richtung und wir landeten in einem Waldstück in der Nähe dieses schwarzen Turmes. Erleichtert atmete ich auf. Trotzdem packte mich die Neugierde und ich näherte mich diesem schwarzen Turm mit pochendem Herzen. Nun sah ich es. Die gesamte schwarze Masse der Negativität, des Schmerzes, des Leides, der Angst und der Niedertracht türmten sich in Form dieses Turmes auf. Mir wurde richtig übel bei diesem Anblick. Nun wollte ich es wissen, warum stand dieser Turm hier? Ich fasste allen Mut zusammen und ging schnurstracks darauf zu. Plötzlich lief ich wie vor einer unsichtbaren Wand. Ich wurde zu Boden geschleudert und dann ohnmächtig. Da lag ich nun, hilflos auf dem grauen Boden. Eine bezaubernde Stimme sprach zu mir: Ani, du suchst wieder einmal Antworten. An diesem Ort, der vor jedem Zutritt geschützt wird, ist all das aufbewahrt, was diese Menschheit im Zeitalter von Monoli nicht mehr dienlich ist. Trotzdem muss es angesehen werden, damit die Menschheit nicht in uralte Verhaltensweisen zurückfällt. Denn all dieses Leid wurde zum Wohle aller transformiert. Es steht hier zum Mahnmal. Es reicht, wenn es von einem angesehen wird. Und das ist nun geschehen. Damalige Könige hatten zu diesem Zweck den Hofnarren, der die Aufgabe des Spiegels übernahm. Bewahre diese Worte in deinem Herzen und erzähle niemandem davon. So ist der Zweck erfüllt. Meine Nase juckte. Die Mähne von Schnucki streifte über mein Gesicht. Sein Horn berührte dabei meine Stirn. Noch total befangen von dem gerade Erlebten, schwang ich mich auf seinen Rücken. Während des Fluges zurück dachte ich über die Begebenheit nach. Die Frage blieb: Warum wurde gerade mir der schwarze Turm gezeigt? Hast du darauf eine Antwort? Am nächsten Abend saß ich zusammen mit guten Freunden bei unserem Dolmen. Gegen Abend veränderte Monoli unseren Himmel immer in wunderschöne Blau- und Violetttöne. Ein herrlicher Anblick. Wegen der guten alten Zeiten zündeten wir trotzdem ein Lagerfeuer an. Gemeinsam schwelgten wir in Erinnerungen,
Tamina und Leander waren schon lange ein Pärchen. Sie lernten sich an einer Singlebörse in Anis Welt kennen. An dem Tag, wo unsere neue Zeitrechnung begann, am Tag 1 nach Monoli, abgekürzt NM, leuchteten die Lichter natürlich in derselben Farbe über ihren Köpfen. Sie leuchteten in einem wunderschönen Grün. Sie erzählten von ihrem ersten Treffen und den Anfangsschwierigkeiten, die nun weit in der Vergangenheit lagen. Voller Liebe schauten sie sich dabei immer wieder tief in die Augen. Es erfüllte auch mein Herz voller Liebe und ich konnte mir ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen. Tatsächlich bildete sich ein Gedankentropfen von einem Baby vor meinen Augen. Ob die beiden schon bereit waren für ein Baby? Während ich in Gedanken schon das Baby von Tamina und Leander in meinen Armen hielt, erinnerte sich Gudrun an die Zeremonie, die sie für die beiden abgehalten hatte. Was für ein harmonischer Abend! Auch Jonas und Janette erinnerten sich gerne an ihr Kennenlernen und erzählten uns, wie sie sich begegneten. Jonas war kerngesund. Fesch sah er aus und war allem gegenüber sehr aufgeschlossen. Er liebte es, auf Bäume zu klettern. Und noch eines seiner vielen Talente war sein Organisationstalent. Als sich die Kunde über unseren Bergkristallschaukelstuhl verbreitete, trommelte er prompt alle kranken und gebrechlichen Menschen um ihn herum zusammen und machte sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg. Silvia, die unter Arthritis litt, war auch dabei. Sie war gerade in die Nähe von Jonas gezogen und lebte bei der saftigsten Wiese weit und breit. Nur die Arthritis machte ihr zu schaffen. Und da sie kaum laufen konnte, nahm Jonas sie kurzerhand Huckepack und trug sie so den weit entfernten Weg bis hin zum Bergkristallschaukelstuhl. Was für ein Naturbursche! Nachdem Silvia aus dem Schaukelstuhl aufstand und vor lauter Freude wieder jung und gesund zu sein herumhüpfte, freute sich Jonas mit ihr. Die beiden hüpften, tanzten und sprangen wild herum. Dabei verlor Jonas das Gleichgewicht und stolperte in eine Menschenmenge. Es war ihm sichtlich peinlich. Ausgerechnet er, der Naturbursche, musste stolpern und hinfallen. Janette reichte ihm die Hand und half ihm wieder hoch. Bei der Berührung der Hände kam es ihm vor, als würde ein gepulster Stromschlag durch die Hand durch seinen ganzen Körper rauschen. Irritiert und auch etwas verschämt stand er nun vor Janette. Boah, was für eine holde Maid, dachte er. Sie hatte lange braune Haare, hatte eine weibliche Figur und ihre Augen leuchteten und glitzerten ihn an. Es war sofort um ihn geschehen. Alles um sie herum sah er nur noch verschwommen. Das Einzige, was er noch wahrnehmen konnte, waren diese wunderschönen Augen. Janette erhob ihre linke Hand und zeigte mit dem Zeigefinger auf die leuchtende Farbe über ihrem Kopf und zwinkerte Jonas zu. Langsam begriff er, was Janette ihm zu verstehen gab. Wir sind füreinander bestimmt. Seither sind 9 Monate nach Monoli vergangen und die Geburt ihres ersten Kindes steht unmittelbar bevor. Herrlich, wie einfach es doch war. Eddie, der mit uns am Lagerfeuer saß, spielte auf seiner Harfe. Die Melodie war wunderschön. Jeden Ton, den er
der Harfe dabei entlockte, konnten wir nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Erst sahen wir die Note, die sich dann zu einer Welle veränderte. Berührte dann diese Welle unsere Körper, hinterließ sie ein sanftes Kribbeln auf der Haut. Die Klänge verschmolzen mit unseren Gefühlen. Ich fing an, mitzusummen. Wir alle waren durch diese Musik miteinander verbunden und wir alle fühlten und spürten diese wundervolle Harmonie. Mit einem Mal erschienen Herzenswölkchen am Monoli-Himmel. Wie fantastisch! Verträumt schaute ich mir dieses zauberhafte Treiben am Himmel an. Vor meinen Augen erschien ein Gedankentropfen. Aber es war keiner von mir kreierter. Dieser Tropfen war unheimlich groß und in ihm befanden sich zwei Herzen. Wessen Gedankentropfen war das? Ich schaute mich um. Meine Freunde schauten mich erwartungsvoll an. Auch sie waren total verblüfft, denn auch keiner von ihnen hatte diesen Tropfen kreiert. Ich spürte in den Tropfen hinein. Er war voller Liebe. Wer nur war der Erschaffer dieses Gedankentropfens? Niemand hatte eine Antwort darauf. Selbst Schnucki stand ratlos da. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen hatte ich kein Licht als Erkennungsmerkmal über meinem Kopf leuchten. Deshalb ging ich auch davon aus, dass für mich kein Partner bestimmt war. Mit einem lauten Knall zerplatzte der Gedankentropfen. Die zwei Herzen in ihm fielen herab. Eines auf meine Brust und eines auf meinem Kopf. Eine noch nie empfundene Zärtlichkeit und eine enorme Sehnsucht machte sich in mir breit. Ein Gefühl, des stark miteinander Verbundenseins. Sollte ich doch nicht alleine durchs Leben gehen? Schon wegen dem, was ich bei dem schwarzen Turm erlebte, ging ich davon aus, alleine bleiben zu sollen. Leander zeigte mit dem Finger auf eine Stelle über meinem Kopf. Sein Mund stand weit offen dabei. Dann lächelte er mich an, schaute zu Tamina und drückte sie fest an sich. Gudrun, Eddie, Jeanette und Jonas grinsten jetzt auch voller Freude. Krass, Ani, du hast jetzt auch so ein Licht wie wir. Ach was, rief ich und lief zum nahegelegenen See. Im Wasser betrachtete ich mein Spiegelbild und ja, tatsächlich hatte nun auch ich eine Farbkalibrierung bekommen. Hocherfreut machte ich mich auf den Weg zurück zu unserem Lagerfeuer. Da angekommen, umarmten mich alle meine Freunde, hüpften vor Freude mit mir herum. Selbst Schnucki kam neugierig dazu und berührte mit seinem Horn mein Licht. Tamira sagte, ich konnte sowieso nicht verstehen, warum du kein Leuchten über deinem Kopf trägst. Ich bin gespannt, welcher Mann für dich bestimmt ist. Ich überlegte, war es der Mann aus dem Wald, den ich letztens sah? Welche Farbe hatte sein Licht? Ich erinnerte mich leider nicht. Sollte ich nicht doch besser alleine bleiben, bei dem, was mir gezeigt wurde? Wie es weitergeht, erfährst du in meinen nächsten Vorrichten. Deine Ani.